So Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter World Iceborne. Diesmal sind wir direkt im Geschehen, denn hier ist gerade jemand, also ich bin gerade einer Sitzung beigetreten und wir werden jetzt das spezielle oder halt versteckte Monster von dem Rotten Whale Abteil töten, was der Brute Tigrex ist, denn die Leute hier sind so nett und haben den gerade hervorgerufen, weil ich gefragt hatte, ob die hier schon für das Gebiet den ja, das versteckte Monster haben und da ist es, Brute Tigrex. Eine aggressivere Variante des Tigrex eben, wie man sich wahrscheinlich denken kann. Und ja, den werden wir jetzt mal bekämpfen. Ich habe den davor noch nie bekämpft, deswegen ja, ich glaube, den gab es auch schon in den alten Spielen. Ist halt einfach, ich weiß nicht, ob es für den auch noch sowas wie für den Devil Joe gibt oder so, für den Savage Devil Joe, dass der auch irgendwie Artgenossen gefressen hat und dann so aggressiv geworden ist. Ich glaube, das ist bei dem nicht der Fall, sondern ja, ich weiß nicht, was bei dem der Fall ist. Der ist einfach nur wütend. Ist, glaube ich, schneller, stärker, aggressiver als der normale. Ja, hoffentlich wird es was. Hallo? Ja, dann nicht. Ich kämpfe mit der Switch Axe. Ich habe eine neue gemacht von der hier, Golden Ratian. Die soll anscheinend eine der besten sein, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache die einfach mal. Und ja, ich werde mal gucken, wie weit ich mit der komme. Falls es jetzt nicht so gut klappt, werde ich wahrscheinlich einfach zu Doppelklingen wechseln, weil die sind ein bisschen beweglicher. Aber ja, in letzter Zeit habe ich ein bisschen mehr mit Switch Axe gespielt. Jetzt weiß ich zum Beispiel auch ein paar Moves. Zum Beispiel, dass man sich mit dem Scheißteil hier dran grappeln kann, während man die Nullsummenentladung macht. Oder hier kann ich jetzt auch die Nullsummenentladung machen. Oder auch nicht. Alter, der brüllt ja nur. Was geht denn? Hier ist auch noch ein anderer mit einer Switch Axe drin. Ich wollte mir doch gerade meinen Mantel anziehen. Stück Kacke. Jetzt kann ich bald die Nullsummenentladung nicht mehr machen. Ah, doch, jetzt noch. Da, seht ihr, man kann das auch so ausmachen, wenn das Schwert halt aufgeladen ist. Das wusste ich davor nicht. Aber ich fange jetzt auch so langsam an, mir ein paar Builds zu machen. Deswegen, daher habe ich das jetzt auch gewusst, weil ich mir ein Video angeguckt habe über ein Bild. Ja, genau. Und jetzt einfach mal gucken, dass ich den bekämpfe. So, komm her. Also ihr müsst wissen, seit der letzten Monster Hunter Folge und jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, deswegen fühlt sich das irgendwie gerade ein bisschen komisch an, immer jetzt wieder da zu reden oder zu kommentieren, während man was macht. Weil sonst saß ich einfach nur davor und habe still vor mich hergezockt und gefarmt. Oh Gott, Alter. Ja. Vom Brute Tigrex, der hat auf jeden Fall auch ein anderes Farbmuster, wie man wahrscheinlich sieht. Ich weiß jetzt nicht, welches Farbmuster ich besser finde. Vom normalen oder von dem jetzt. Da finde ich jetzt den Brute nicht unbedingt so viel besser vom Aussehen her. Ja, dann sammle ich noch gemütlich Spuren. Nice. Ja, oder auch nicht. Ah, der Typ ist immer noch dran, okay. So, jetzt liegt er aber, oder? Ja. Dann jetzt noch auf den Schwengel, würde ich sagen. Ah, da ist die Axt besser. Da kann man besser Parts breaken. Vor allem mit dem fetten Move hier. Der ist nice. No. Muss näher hin. Oh Gott. Wie heißt denn der jetzt überhaupt auf Deutsch, der schlotternde, was? Brachial-Tigrex, Alter. Brachial-Tigrex. Klingt ja scheiße. Brute klingt da schon besser. Oh Gott. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Nein, der mit seinem Gebrüll. Jetzt hat mein Schwert schon wieder seine Ladung verloren. Uff, Alter, macht der viel Schaden. Fuck, 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 muss weg. No, Hilfe. Muss nicht heilen. Alter, der brüllt ja durchgehend. Was geht denn bei dem? Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob ich die Einstellung vom Sound mal geändert hatte zwischendurch, weil es kommt mir so vor, als ob die Musik inzwischen lauter wäre. Weil ich glaube, ich hatte das mal über einen Sinogre-Kampf.
weil ich meine, Sinogrid Theme ist halt einfach geil. Deswegen, aber ich weiß nicht, ob ich das Video zurückgeändert habe. Falls ja, dann gucke ich mal nach der Folge jetzt und stelle es dann um. Oh, das war nice. Das war schon schmackhaft. Oh Gott, das ist nicht so schmackhaft. Bitte, lass mich in Ruhe. Ich brauche einen Maxi-Trank. Jo, die anderen brauchen auch mal Heilung. Jo, der brüllt nur. Ich werde die ganze Zeit unterbrochen. Also wenn man den, glaube ich, ohne Unterbrechung bekämpfen will, dann braucht man schon hier Ohrstöpsel-Zeug. Außer das bringt bei Tigrex auch nichts. Ich weiß es nicht, ob der Ohrstöpsel-Skill da irgendwas bringt. Oder nicht. Der brüllt wirklich durchgehend, Alter. Aber okay. Ist halt ein Tigrex. Der ist ja dafür bekannt, dass er brüllt. Schlotternder Dunkelkiefer. Was für Namen, Alter. So. Dann, wo ist mein krasser Umhang? Da ist mein krasser Umhang. Sein Schwengel hätte ich ganz gern ab. Ja, lass mich in Ruhe. Jetzt juckt mein Arm. Nein, jetzt muss ich mich kratzen, so. Das sollte ich nicht, aber egal. Ah, passt. So, ich bin, glaube ich, so fast der Einzige, der auf Schwanz geht. Jetzt stehe ich hier hinten irgendwo. Oh, yes. Dann gehe ich wieder auf seinen Schwengelringel. Schwengelringel. So. Ja, das ist schön, wenn das alles hittet. So, komm her. Der muss noch geschwächt werden. Nice. Ich finde auch, also, dass die Leute mir jetzt hier erstens den gerufen haben, weil ich selber habe den ja noch nicht. Das finde ich an sich schon mal ziemlich nett. Und Monster Hunter ist eins der wenigen Spiele, die eine ziemlich nette Community haben, sage ich mal. Also so in den meisten anderen Spielen gibt es so ziemlich fast immer hauptsächlich irgendwelche Toxic-Leute oder so. Also heutzutage zumindest meistens. Ich meine, früher war das bestimmt auch so. Aber Monster Hunter, da habe ich bis jetzt ist mir noch nie wirklich jemand begegnet. Nice, dann schwenken wir es ab. Der wirklich toxic war oder so. Es gab so einen, der hat sich mal darüber aufgeregt, dass wir die ganze Zeit gestorben sind. Aber ich meine, okay, das war auch scheiße von uns, weil wir waren halt wirklich scheiße da in der Jagd. Aber sonst habe ich noch nie jemanden hier wirklich gesehen, der wirklich einen einfach so grundlos oder auch mit einem dummen Grund oder so beleidigt hat. Das finde ich ziemlich gut. Das mag ich. Ich glaube, das mag jeder. Außer wenn man selber so ein Toxic-Typ ist und dann beleidigst du immer gern jemanden. Yo, was geht? Ich werde auf jeden Fall auch nicht irgendwie Effekte von dem Gebrüll, das finde ich gut. Die goldene Rathian Switch Axe ist auch ziemlich nice, weil die hat zwar Gift, was ich bis jetzt noch nie wirklich benutze. Ich habe, glaube ich, davor noch nie eine Giftwaffe gehabt. Aber Gift ist gar nicht mal so scheiße. Es macht halt noch Schaden über Zeit. 32 in meinem Fall. Oder 28. Ja, 32. Ist ganz nice. Und ansonsten hat die gute Stats. Die hat weiße Schärfe. Die hat guten Rohschaden. Die hat nice hier Affinität. Also crittet schön. Ich meine, meine Affinität ist jetzt, glaube ich, auf 45. Deswegen noch nicht so viel. Aber ich arbeite gerade an einem Bild für diese Waffe. Wenn ich das dann fertig habe, dann werde ich damit wahrscheinlich spielen. Oh Gott. Heilung ist mal wieder nötig. Oh nein. Ich bin gerade auch irgendwie ein bisschen durcheinander. So. No. Ach, da reitet jemand. Das habe ich gar nicht bemerkt. Nein, den letzten Fetten habe ich nicht getroffen. Boah, 77 Schaden. Oh. No! Oh Mann, da wollte ich mich gerade noch heilen. Wenigstens gibt es hier keine Begrenzung, bis wann man sterben darf, sondern man kann ja einfach so oft sterben, wie man will. Das einzige Problem ist halt, dass man ja, Belohnung verliert. Oder weniger Belohnung bekommt. So.
Aber der ist schon dem Tode geweiht. Wie es auf der Karte zu scheinen mag. Jetzt rede ich hier richtig förmlich. Vielleicht könnte man den schon fangen. Ist der schon also ist der schon gerumpelt? Ich glaube nicht. So, komm her. Jetzt fliege ich ab, wow. Oh, fuck me, Alter. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Jetzt gib mir bitte meinen Maxi-Trank, danke. Oh, fuck. Oh, Alter. Da habe ich gerade Schiss bekommen. Ich dachte, der dreht nämlich nochmal um in Richtung von mir. Ja, die haben auch schon die Idee, den zu fangen. Was? Ah, doch, geht schon. Nice. Yo. Damit hätten wir es geschafft. Brute Tigris ist erlegt. Das war jetzt eine ziemlich kurze Folge sogar. Aber naja, muss es ja auch mal geben. Wo ist denn der Schwanz? Hier. Ne, da hinten liegt er eigentlich. Egal. Ja, damit hätten wir Brute Tigris erjagt. Oh, was ist jetzt? Oh, ein Glavenus kommt. Ein wilder Glavenus ist aufgetaucht. Da renne ich lieber weg. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Oder will der Typ jetzt noch kämpfen? Oder was geht da? Wollen jetzt noch den Glavenus bekämpfen? Haben wir jetzt drei Switch-Axes hier drin? Oder hat jeder... Ne, einen Hammer haben wir drin. Okay, ja, ich hoffe, euch hat diese kurze Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn wir das geheime Monster des Vulkan- oder des Waldbiomes bekämpfen. Würde ich sagen, weil es sind die zwei, die uns noch fehlen. Bis dahin habe ich eventuell schon ein Bild fertig. Deswegen seid da gespannt. Oder auch nicht. Aber ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Folge ging. Wahrscheinlich so 10 Minuten oder so. Trotzdem, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Habe ich ja alles schon gesagt. Abonnieren, teilen und liken. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im anderen Video wieder. Tschüss.